Ich freue mich riesig, dass Sie heute Abend hier sind und ich freue mich, dass diese Ausstellung heute Abend hier mit Ihnen zusammen eröffnet werden kann. Denn Corona hat auch uns zeitlich, mindestens was die Eröffnung dieser Ausstellung eben angeht, zeitlich etwas zurückgeworfen. Und natürlich aber hat diese Ausstellung auch eine Vorgeschichte. Der Ursprung war eigentlich das Buch von Stefanie Samida, die archäologische Entdeckung als Medienereignis, Heinrich Schliemann und seine Ausgrabungen im öffentlichen Diskurs, was ich spannend fand und dachte, das wäre doch mal wert, als Ausstellung eben mal aufbereitet zu werden. Dann brauchte ich natürlich ein paar Mutige, die sich darauf eingelassen haben und tatsächlich fand ich auch einige Studierende, die bereit waren, in einer Übung mit mir sich diesem Thema zu widmen. Ich sage das hier wirklich auch so prozesshaft, weil ich habe vorher auch noch keine Ausstellung gemacht und wir haben dann erstmal Handbücher gewälzt, wie muss denn so ein Text aussehen, wie lang darf er überhaupt sein, was muss man überhaupt berücksichtigen, wie sieht die Bildrecherche aus und diese Übung war tatsächlich wirklich auch ein echtes Rantasten. Die Übung war im Wintersemester 2019 eben auf 2020. Dann habe ich, die Studierenden haben die einzelnen Texte eben vorbereitet, auch die Bilder schon recherchiert und dann habe ich die Texte dann noch entsprechend zusammengestellt, noch einige weitere Bilder hinzugefügt. Dann wurde es natürlich März 2020 und Corona sorgte für eine allgemeine Schließung. Aber das hat uns natürlich in keiner Weise irgendwie, ja, jetzt zwar zurückgeworfen, aber wir waren uns eigentlich einig, diese Ausstellung sollte auf jeden Fall kommen. Und dann traten vor allen Dingen Frau Schmidt, die ja bis gestern studentische Hilfskraft des August-Böck-Zentrums und Frau Herklotz, Mitarbeiterin eben am August-Böck-Zentrum in Erscheinung, allerdings auch schon in den Monaten zuvor. Jetzt ging es nämlich um die Frage, wie sieht es zum Beispiel mit Bildrechten aus? Frau Schmidt hat mir auch genau gesagt, länger als eine Seite darf kein Text eben sein. Damit hatte ich also auf jeden Fall schon so ein paar Meilensteine, nach denen ich mich richten konnte. Frau Herklotz hat mich immer stark und sehr vernünftig eingebremst, wenn ich allzu optimistisch war, dass man eben wirklich Bilder verwenden könne. Also dann ging es eben um Fragen der Bildrecherche. So, und dann wurde natürlich, ging es um die Frage der Grafik, die dann eben wirklich gemacht hat. Auch das eben wirklich Prozess der Absprache. Und ja, dann tatsächlich, als eben klar wurde, wir können jetzt eben tatsächlich im Herbst diese Ausstellung eben wirklich eröffnen, kamen eben dann wirklich auch noch weitere eben Etappen. Also ein ganz, ganz besonderer Dank eben wirklich vor allen Dingen auch an die Technik, die, also Herrn Schulze und sein Team, an Andreas Koring, die heute dafür sorgen, dass die Sache eben wirklich hybrid eben wirklich wird und eben wirklich auch an die studentischen Hilfskräfte, Frau Burkhardt, Herr Hüberter und Frau Brauer, die ja mehreres eben wirklich mitgemacht haben, unter anderem auch einige Objekte besorgt haben. Dann ging es also auch mit um Objekttexte schreiben, all das, was natürlich eben wirklich der entsprechende Aufbau, was ein Museum, eben, was eine Ausstellung, Museum sind wir nicht, das wäre jetzt also Hybris, aber was eine solche Ausstellung ausmacht. Und allen möchte ich eben wirklich herzlich danken und nicht zuletzt aber natürlich auch denjenigen, die sich bereit gefunden haben heute Abend im Rahmen eben wirklich auch der Ausstellungseröffnung, Herrn Aslan, ganz besonders Stefan Schmid, Matthias Wemhoff und Frau Henne, die heute Abend Teil einfach wirklich mit der Ausstellungseröffnung sind, wo wir uns heute auch mit der Frage beschäftigen wollen, warum heute eben eigentlich noch Schliemann? Was macht Schliemann für heute eben auch nach wie vor interessant? Und natürlich auch, wie ist der Grabungsstand von Troja eben tatsächlich heute? Und ein Motiv eben tatsächlich, um sich mit Schliemann zu beschäftigen, ist eben tatsächlich, dass ich gesehen habe, eigentlich schon nach der Lektüre von Samidas Buch, dass Schliemann wirklich so eine Art Exponent dieses sehr, sehr widerspruchsvollen 19. Jahrhunderts eben ist. Ne? Das neue Museum hat es in seiner digitalen Präsentation, hat ihn unter dem Thema Schön scheitern wunderbar aufbereitet. Ja? Also, dass er eben wirklich Teil einer Gruppe von Leuten ist, die in diesem sehr, sehr dynamischen, aber gleichzeitig auch sehr, sehr widersprüchlichen Jahrhundert hier wirklich Erstaunliches geleistet hat, dennoch aber eben wirklich ambivalent geblieben ist.
Ja, Jürgen Osterhammel hat es auf die schöne Formel gebracht, die Kulturheroen der Epoche des 19. Jahrhunderts waren nicht kontemplative Müßiggänger, religiöse Asketen oder stille Gelehrte, sondern Praktiker einer energiegeladenen Vita Activa, nimmermüde Eroberer, unerschrockene Reisende, ruhelose Forscher, imperatorische Wirtschaftskapitäne. Und Schliemann passt genau tatsächlich in dieses Sujet eben rein. Deswegen fand ich es spannend, ihn nicht nur als Person, sondern auch die Figuren um ihn herum und natürlich auch die Zeit, in der er eben wirklich gewirkt hat, hier wirklich als Ausstellung aufzubereiten. Damit aber genug meiner kurzen Vorrede. Der weitere Abend wird so verlaufen. Und zwar war zuerst Herr Pinkwart so nett, wird uns ein kurzes Grußwort halten. Vizepräsident seit heute tatsächlich ganz frisch für Studium und Lehre. Und danach wird uns Philipp van der Eyck, der Sprecher des Berliner Antike-Kollegs, ein Grußwort halten. Ja, und dann kommen wir zum Vortrag von Herrn Aslan. Ich freue mich. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Universitätsleitung begrüße ich Sie herzlich hier zu der Ausstellung mit dem schönen Titel und überall sprach man plötzlich von Troja. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut, über die Möglichkeit hier ein Grußwort zu halten, auch über die Herausforderung hier ein Grußwort zu halten. Herausforderung deshalb, weil es tatsächlich mein erster Tag hier ist und ich noch so top drin bin, dass ich tatsächlich sehr froh war, dass Sie mir sogar einen Wegplan in meinem eigenen Gebäude geschickt haben, wie ich denn von meinem Büro hier zum Lichthof komme. Vielen Dank dafür, das hat tatsächlich einiges geholfen. Mein eigener Hintergrund könnte auf den ersten Blick von dem Thema der Tagung gar nicht viel weiter weg sein. Ich bin von Haus aus Informatiker, beschäftige mich mit Themen von künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen, Wechselwirkungen mit Bildung und Gesellschaft. Vielleicht ist es aber dann auf den zweiten Blick doch gar nicht so weit weg. In jedem Fall trennt uns, dass in meinem Fachgebiet man Schwierigkeiten hat, historisch mehr als 80 Jahre zurückzublicken und noch ernsthaft über Digitalisierung, geschweige denn von künstlicher Intelligenz. Im Vergleich zu den Dingen, mit denen Sie sich hier beschäftigen, wo der Protagonist 200 Jahre alt wähnt und die Dinge, um die es geht, Jahrtausende alt sind, ist das sozusagen schon ein bemerkenswerter Gegensatz. Und ich freue mich aber, dass es tatsächlich hier und heute in einem Präsenzevent an dieser Universität, wenn auch in einer etwas anderen Form, die wir hier jetzt mittlerweile uns anschauen dürfen, dann wieder losgeht. Und vielleicht ist es tatsächlich auch ein Feature des Themas Ihrer Ausstellung und des Gegenstands Ihrer Arbeit, dass Dinge nach anderthalb Jahren vielleicht noch nicht hoffnungslos veraltet sind, sondern immer noch es wert sind, sich frisch anzuschauen und noch nicht allzu viel von ihrem Wert verloren haben, wie das in meinem eigenen Fachgebiet wohl möglich der Fall wäre. Ich finde es sehr, sehr schön, dass die Dinge, die Sie vor anderthalb Jahren erarbeitet haben im Berliner Antike-Kolleg, hier nun gezeigt werden. Ich finde es besonders schön, Sie hatten mir das in einigen Vorgesprächen berichtet, dass das zusammen mit Studierenden erarbeitet worden ist. Es zeigt, denke ich, die Art und Weise, wie an dieser Universität gearbeitet wird, geforscht und gelehrt wird, das zusammen und dass solche Exponate dann auch zusammen mit Studierenden entstehen. Wäre dann ganz besonders eine Freude, das hier mir dann anzuschauen. Worum geht's? Sie haben es eben gesagt, es geht natürlich um die Ausgrabungen in Troja. Es geht um die Person Schliemann. Spannend empfand ich dann, aber dass es auch um einige Dinge darüber hinaus eigentlich noch ging. Und das, was Sie mir zugeschickt hatten als Informationsmaterial, zeigt, und ich denke, die Ausstellung zeigen, dass Sie das als Prisma, als Repräsentanz für eine Dynamik einer Zeit sehen, dass es nicht nur um die Ausgrabung geht, sondern darum, was wird damit eigentlich gemacht in einer Zeit, in der Presse hervorkommt, in der Telegrafie hervorkommt, in der Eisenbahnen eine Rolle spielen, kurz und gut in den Medien eine Rolle spielen. Wir sehen
was daraus heute geworden ist, wenn wir uns in hybriden Präsenzszenarien und vermutlich in Kürze auch in hybriden Lehrveranstaltungen, in was weiß ich was für Formen, dann noch weiter bewegen, dass tatsächlich das Medium auch immer einen gewissen Einfluss hat auf das, was man tut und wie man es verbreiten kann. Und ich vermute, darum auch sehr stark in Ihrer Ausstellung, gleichsam um den Troja-Mythos heute, in einer Zeit, in der kulturelle Schätze nicht notwendigerweise an einem Ort sind und dort eingebunkert sind und man sie nur selbst betrachten kann, sondern in denen man sie teilt. Auch das etwas, was mich als Mensch, der aus der Digitalisierung herauskommt, natürlich in meinem alltäglichen Leben auch sehr durchdringend, Share, Like und so weiter. Und sicherlich eine Querverbindung zwischen unseren Fächern. Und man sieht, vielleicht sind wir doch gar nicht so weit voneinander entfernt. Plötzlich stehe ich hier und rede über Troja, will ich aber gar nicht. Ja, nur ein Grußwort werden. Insofern möchte ich jetzt an die Expertinnen und Experten übergeben zu ihrem spannenden Vortragsprogramm und zu der schönen Ausstellung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus Direktor des August Böck Antike Zentrums und als Sprecher des Berliner Antike Kollegs. Herzlich zu dieser Ausstellung zu Heinrich Schliemann in den Medien hier in der Humboldt-Universität. Wirklich wunderbar, dass wir dies heute erleben, denn wie schon gesagt, die Ausstellung wurde pandemiebedingt mehrmals verschoben und die Geduld derjenigen, die sich um die Konzeption und die Vorbereitung der Ausstellung gekümmert haben, ist sehr stark geprüft worden. Aber das August Böck Antike Zentrum ist teilweise auch in unserem Institut angesiedelt. Also ich habe ein bisschen mitbekommen, was so an Zeit und Arbeit und Nerven in diese Ausstellung investiert wurde. Und auch nicht die Ausstellung, sondern auch die Corona-Bedingungen, die Durchführung unter diesen Bedingungen, um das alles gut vorzubereiten. Da ist riesig viel Zeit drin investiert. Also herzlichen Glückwunsch an Claudia und an alle, die daran mitgearbeitet haben, um das so zustande zu kommen. Das August Böck Antike Zentrum steht für interdisziplinäre Zusammenarbeit in den Altertumswissenschaften in der Humboldt-Universität. Für Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Es steht auch für Wissenschaftsgeschichte. Also wie sind die Altertumswissenschaften zustande gekommen? Wie haben sie sich entwickelt? Wie haben sie sich gesellschaftlich durchgesetzt? Wie haben sie sich sozusagen einen Platz erobert? Wie haben sie die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also wir sind auch ein bisschen hier in Geschichte der Wissenschaftskommunikation, also wie bringt man die Ergebnisse von Forschung in die Öffentlichkeit, wie erreicht man Anerkennung für seine Leistungen. Also in dem Sinne ist diese Ausstellung auch ein ganz interessantes Kapitel in der Geschichte der archäologischen Wissenschaft, der Altertumswissenschaft und auch der Wissenschaftskommunikation. Und ansonsten ist es natürlich eine Ausstellung ganz im Geiste des August Böck Antike Zentrums und auch des Berliner Antike Kollegs, altertumswissenschaftlich verantwortet, aber attraktiv für den heutigen Geschmack und mit Benutzung der modernen Medien und Techniken. Und auch der Schwerpunkt auf Medialität, Medialdarstellung und Repräsentation ist ein ganz aktueller Blickpunkt. Also ganz herzlich möchte ich danken. Also Claudia hat schon viele Menschen gedankt. Sie hat nicht sich selbst gedankt. Das kann ja nicht. Das ist meine Aufgabe. Ganz herzlichen Dank für die wunderbare Arbeit, das Mitbeziehen von den Studierenden und von vielen in der Vorbereitung der Ausstellung. Es ist wirklich ein schönes Ergebnis. Auch Friederike Herklotz, ganz herzlich danke für den riesigen Einsatz, die in der
Vorbereitung dieser Ausstellung geflossen ist und auch die Sorgfalt und Aufmerksamkeit für die kleinsten Einzelheiten. Carmen Schmidt, Nicola Burkhardt, Viktor Hüberter, Laura Brauer, Patrick Persch und Ilja Viktoria Heinemann, auch ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Besonderer Dank gilt auch Herrn Hofmann von der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit für die großartige Unterstützung und seine zahlreichen praktischen Tipps. Und auch die Techniker, die Abteilung Medienservice, sowie Herr Schulze vom CMS Video Service, ganz herzlichen Dank für die technische Unterstützung und die Aufzeichnung und Veranstaltung als YouTube-Video. Also, ich bin begeistert von dieser schönen Ausstellung, freue mich schon, die Tafeln ausführlicher gleich zu betrachten. Und nochmals herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren. So, wir kommen jetzt zum Festvortrag und freuen uns einfach ganz besonders, dass wir Herrn Aslan gewinnen konnten, hier bei uns zu sein und diesen Vortrag zu halten. Denn wer könnte besser als er erzählen, wie Troja wirklich die Grabungen eben in der Gegenwart sind? Denn er ist nicht nur seit 1988 in Troja grabend unterwegs, sondern eben auch seit 2013 eben wirklich Leiter der Grabungen. Ganz kurz zu seinem Werdegang. Er ist in Istanbul geboren, hat dort auch noch die Anfänge seines Studiums vollzogen, bevor es ihn dann aber nach Tübingen zog, wo er also 1998 seinen Magister gemacht hat und 2006 bei Manfred Kaufmann promoviert hat, unter dem Titel Settlement and Society of the Troad, an Ethno-Archaeological Study of the Troy Historical National Park. Bis 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter in Tübingen gewesen, bevor ihn dann aber 2006 die Universität Çanakkale gewinnen konnte, zuerst als Assistant Professor, dann als Associate Professor und seit 2014 als Full Professor. Herr Aslan, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, guten Abend. Ich möchte auch mich bedanken für die Einladung, dass ich auch so einen Vortrag geben dürfte. Also es ist ein sehr kompliziertes Thema, Herrn Schliemann. Es ist was Besonderes. Nächstes Jahr wird 200 Jahre alt sein. Und es ist auch dieses Jahr ist was Besonderes. Dieses Jahr ist offiziell Ausgrabung seit 150 Jahren. Also ich werde heute besonders nur über Schliemann reden und über bisschen anders in Betrachten, versuchen anders zu betrachten. Und dann werde ich auch, wir haben eine Ausstellung seit einem Monat im Troy-Museum über Schliemann. Dann werde ich auch kurz darüber reden. Und dann habe ich ein ganz kurzes Video vorbereitet, dass wir zusammen Troja, also 2-3 Minuten eine Video, dass wir Troja und Troy Museum zusammen besuchen können. Dann werde ich erst die PowerPoint Präsentation zeigen. Okay, ich glaube, jetzt kann man alles sehen, denke ich mal. Also, Schliemann ist eine sehr komplizierte Person. Schliemann ist nicht nur eine Person, das ist auch eine Symbolfigur von 19. Jahrhundert. Es ist auch Troja, es ist auch nicht nur ein Ort, es ist auch ein symbolischer Ort für die antike Zeit und natürlich ab 19. Jahrhundert ist dann wird, wie kann man beschreiben, so dass die fast jeder Forscher in europäischen Ländern dort etwas machen wollte.
Also ich werde heute kurz, Schliemann, wie ich gesagt habe, von anderen Blickwinkel betrachten wollen, nach osmanischen Unterlagen und über den Schatzfunde und wie sich aus nach osmanischen Unterlagen, ob die damalige Zeit, ob wirklich von hier aus, von Türkei aus, wenn man Unterlagen betrachtet, wie sich dann aus, wie das Bild von Schliemann 19. Jahrhundert aussieht. Dann werde ich natürlich die alte Fragen versuchen, mit neuen Ergebnissen, Interpretationen nochmals zu betrachten. Also das ist eigentlich die linke Seite von Schlusserko für das Bild vor der Ausgrabungs. In der rechten Seite, wir sehen die Karte von Forchama, das ist die Topografie, es wurde ab 18. Jahrhundert relativ intensiv bearbeitet und dann besonders europäische Forscher haben versucht, die wirkliche Troja zu lokalisieren. Die Ausgrabungsgeschichte sieht so aus, ich werde jeder Ausgräber mit einem Satz zusammenfassen. Also Frank Kalwert eigentlich vor Schliemann zwei kleine Ausgrabungen durchgeführt hat. Er hat archäologisch gesehen die erste Ausgrabung in Hisarlık gemacht. Heinrich Schliemann hat 1870, aber seine erste offizielle Ausgrabung 1871 mit Unterbrechung bis sein Tod 1890 gearbeitet. Er hat natürlich besonders ersten drei Jahren Troja sehr viel zerstört und auch die Funde geschmuggelt, aber müssen wir sagen, dass auch mit seinen Publikationen, was auf der Presse im 19. Jahrhundert passiert, er hat Hisarlık Troja konvertiert, also umgewandelt. Und Wilhelm Dörfeld als seine Nachfolger, eigentlich ist ein brillanter Architekt gewesen, manche Forscher sagen, dass es die beste Entdeckung von Schliemann war Wilhelm Dörfeld, weil er eigentlich während des Schliemann-Ausgrabens und danach hatte auch Schichten mit Architektur, mit Architektaugen nochmal betrachtet. Und Karl Blegern, also das ist die 1932 bis 1938 ausgegraben hat, er hat sozusagen prähistorische Archäologie in Troja eine Wissenschaft umgewandelt. Und ich war 88 dabei als Student mit Professor Kaufmann und er hat die 88 fast eine ruinierte Ruin nochmal wiederhergestellt und erst natürlich konserviert und dann Informationssystem gemacht, dass man Troja besser verstehen könnte. Mit archäologischen Ausgrabungen, er hat besonders spätbronzezeitliche Troja in einem hethitischen Kontext nochmal interpretiert. Also nach Kaufmann ist es dann Perniska und Brian Ross haben die Arbeit, jetzt gerade auch erschien die Endpublikationen zu Ende gebracht mit einer Endpublikation. Schliemann, wie ich gesagt habe, wirklich sehr komplizierte Person, wenn er heute gelebt hätte, wäre wahrscheinlich eine Social Media Phänomen mit Twitter, Instagram, TikTok oder weiß ich, alle Social Media hätte er permanent wahrscheinlich dabei. Es gibt Schliemanns positive, negative Seite, natürlich seine zweiten Saison, würde ich sagen. Geschichtengrabung, Stratigraphie, ausführliche Publikationen. Er hat viel publiziert, verschiedene Sprachen publiziert. Seine Beziehung zu Fachleuten, so William Dörfeld, Wilchow und den anderen. Und natürlich versucht, interdisziplinär zu arbeiten. Aber es ist natürlich seine negative Seite, ist, wie ich gesagt habe, die ersten besonders drei Jahre Troja komplett mit heutzutage, wenn man Troja besucht, kann man sehen, Troja wirklich in der Mitte ist zerstört.
und natürlich die Funde illegal gegen die Genehmigung rausgeschmuggelt. Aber das die Hauptproblem bei Schliemann ist, was wir über Schliemann wissen, stammt aus Schliemann selber. Also das heißt, er hat auch manchmal seine Tagebücher, seine Publikationen manipuliert. Das war auch meine Ausgangs. Und als ich das zum ersten Mal die erste Ausgabengenehmigung publiziert habe, 1971, dann habe ich mich gefragt, was kann man noch über Schliemann schreiben? Das ist so viel, er würde wirklich in allen Hinsichten unter Lupe genommen, sein Privatleben, sein Geschäftsleben und was kann man noch schreiben, habe ich mich selber gefragt und habe ich versucht mit meinen Kollegen historischen Abteilung mit osmanischen Unterlagen in Schliemann zu beschäftigen. Es gibt wirklich, wir haben ca. 300 Unterlagen, osmanische Unterlagen, das war die erste Ausgrabungsgenehmigung, ist im Juni bekommen. Es ist natürlich für mich, was wichtig ist, dass schon damals der osmanische Staat hat von ihnen gefordert, dass die Hass die Mauer oder Ruine kommt, dass es konserviert wird und ausgestellt wird. Und das natürlich, dass es auch die Funde sollten 50% zwischen Schliemann und osmanischen Staat geteilt werden. Und das natürlich gibt es vor 1971 dieses Hafed Pasha, den Ort, bevor Schliemann kaufen wollte, staatlich gekauft. Ist es schon am Anfang, war ein bisschen stressig. Also das war, das ist schon die osmanische Behörden haben schon die Wichtigkeit von Ort verstanden und damit erste Schritte gemacht. Und das ist die endgültige Genehmigung für Schliemann. Und dann kam der erste Schatzfunde, 1972. Also das werde ich nicht über die Schatzfunde reden, aber wir haben eine Archivfunde, das ist schon 1972, das sind die, solche Schatzfunde sollten immer nach Istanbul, zum Hofmuseum geschickt werden. Also das ist diese kleine Schatzfunde, ist es noch immer noch in Istanbul Archäologischen Museum, kann man besuchen. Das ist der andere Aspekt, dass die Schliemann und Calvert, also das ist auch eine stressige Beziehung. Calvert, Schliemann ist es immer wieder Streit und ist besonders nach dem Schatzprozess. Wir sehen, rechte Seite sind Calvert-Farmen, ist es jetzt überhaupt nicht mehr übrig geblieben. Ist auch Calvert-Haus in Çanakkale ist es auch abgerissen worden, 50er Jahren. Das kommt, dass die große Medienereignis 19. Jahrhundert Schatzfunde. Also das ist die, nachdem er das als Schatz des Priamos publiziert hat, das ist, war tags, also in kürzester Zeit war einer der berühmtesten Archäologen in Europa. Und wir sehen, das ist auch schon, dass das Gebäude ist 91 eigentlich eröffnet worden, aber die Museum 1869 schon hat, wie soll ich sagen, eine archäologische Sammlung gehabt. Und da muss ich auch was Aktuelles sagen, dass wir die Treue Abteilung innerhalb zwei, drei Wochen wieder neu eröffnet, also komplett neu gestaltet. Und während der Gerichtsprozess in Athen, also das ist kurz danach eigentlich, als das osmanische Behörden mitbekommen haben, dass der, ein ziemlich wichtiger Funde geschmuggelt war, wurde sogenannten Recherche, also das Izzettin Efendi ist hingeschickt worden, eine Behörde, um die Sache genauso untersuchen. Wir haben hier so 24. Juli 1974 einen Bericht, wie Schliemann Schatz geschmuggelt hat. Das ist
Das ist ziemlich ausführlich und auch für dieses Bericht hatte eine Belohnung bekommen. Also ich werde über diesen Berichtsinhalt und später nochmal dazu kommen, aber das, also es ist so, dass die osmanischen Behörden versuchten erst feststellen, was geschmuggelt wurde. Es ist nach der Publikation war gewissermaßen alles klar und dann kam raus, dass es ein wichtige Sachen waren und dann gibt es den Gerichtsprozess. Aber während der Gerichtsprozess in Athen, da gibt es zum Beispiel, dass es eine Zeitschrift in Osmanisch publiziert wurde, das habe ich auch publiziert, das ist, war permanent, es ist auch fast wie parallel die satirische Zeitschriften über Schliemann, was publiziert haben, in Istanbul publiziert, Zeitschrift Hayal, also Sophia Schliemann und Henry Schliemann reden über den Schatz, denn Sophia Schliemann fragt den Henry Schliemann, ja, du versprichst du das zu Griechen, der andere zu Amerikaner, und was bleibt für uns? Und eine Antwort von Schliemann, alles. Also das war schon 1974 in Istanbul auch Thema, besonders auch französische und englische Tageszeitungen in Istanbul publiziert wurden, auch haben sehr intensiv darüber über Schliemann, besonders über Prozess berichtet. Und dann kam, also das ist die Prozess, fängt in 1974, das war auch parallel dazu hat die versuchten osmanische Behörden einen Protestbrief für die Zeitungen zu publizieren. Das ist ein Entwurf. Ich habe allerdings nicht gefunden, dass es irgendeine Zeitung publiziert wurde. Aber schon französisch ist auch gefasst, dass es auch die Funde, also zu verhindern, dass die Funde irgendwie verkauft werden könnte. Und Anton de Thier ist es auch eine andere Person, eine Monographie besonders über Anton de Thier in Schliemann, die alle Unterlagen in Istanbul, Archäologisches Museum von Anton de Thier und Briefe von Schliemann ist bearbeitet worden. Also ich bin dabei, Anfang nächstes Jahres als Monographie herauszugeben. Es ist Anton de Thier und Schliemann-Beziehung ist auch ziemlich kompliziert, bis Anton de Thier ist es dann hin und her. Und, aber Anton de Thier versucht, den Schatzfunde, also während der Prozess in Athen zurückzubekommen. Aber das wissen wir, dass auch nach 8 Monaten mit dem Befehl von Istanbul wurde der Gerichtsprozess mit einer Einigung beendet worden. Schliemann, Soja und Sophia Schliemann, es ist wirklich sehr kompliziert. Das ist auch die eigentliche nach dem Schliemanns Tod, das ist die sogenannte Nisale-Konferenz in 1890, das ist also für mich sehr historisches, wichtiges Foto. Wir sehen hier Osman Hamdi Bey in der Mitte sitzt, Karlwert, hinten Schliemann und Dörfeld. Das war seine letzte Bild in Troja. Es war die Diskussion permanent, also nach den Publikationen von Schatzfunde. Es wurde schon während des Schliemann sehr stark diskutiert. Also wir sehen hier wirklich schon die Stefanie Samida ist eine der letzten, Donald Easton und Susan Hoyk Allen, Emil Ludwig ist eine sehr interessante Monographie und Justus Corbett. Also noch gibt es neuere. Ich denke jetzt auch nächstes Jahr wird auch viele Monographien, Aufsätze über Schliemann publiziert werden. Also das ist die, kommt kein Ende. Nach dem die osmanische Unterlagen so wirklich intensiv bearbeitet haben, das war schon Schliemanns Zeit, die Diskussionen und Fragen
Der Fundtag des Schatzes des Priamos. Wann wurde gefunden? Zweite Frage, Fundumstände, beziehungsweise wer war dabei und als Lichtmann gefunden hat den Schatz. Und wie chronologisch ist einzuordnen? Und dann, wer hat mitgeholfen? Warum ist es die, bei Stimmern verschiedene Beschreibungen der Schatzfunde existiert? Und andere Frage, besteht der Schatz des Priamos ein Hortfund oder mehreren Funden oder ein sogenannte kumulative Theorie, ob das ist Einzelstück, das ist zusammengekommen ist. Natürlich die heiße Frage, wem gehören die trojanischen Funde? Also wir können die, mit anderen natürlich Informationen, das können wir relativ sicher sagen, das ist der alle Schatzfunde, 21 Schätze, verschiedene Schätze, kamen von Troja, von Hisarlik, ist nicht aber von gleichen Orten, gleichen Zeit gefunden worden. Wir wissen relativ sicher auch nach den osmanischen Unterlagen, dass es die Ende Mai, wahrscheinlich 31. Mai 73 gefunden wurde, war wahrscheinlich Yannickis, einer der besten Mitarbeiter dabei. Jetzt wissen wir natürlich schon lange, dass es auch die Sophie Schlimann war nicht dabei. Ich habe auch selber bei dem Troyes 2-3 Burgmauer ausgegraben für die Carbon 14 Datierung. Und das ist, wir wissen relativ, wir sind sicher, um 2500 und 2300 vor Christus, die alle Schatzfunde datiert werden können. Und wir wissen auch mit den anderen Unterlagen, dass es auch mit der Hilfe von Frederik Keilwert, es wurde den Schatzfunde geschmuggelt worden. Es ist auch höchstwahrscheinlich, also das ist diese verschiedene Beschreibung des Schatzfunde kommt daher, dass die Schlimmann hat keine Zeit gehabt, dass die genauso während in Ausgrabungen in Troja zu beschreiben. Meiner Meinung nach, also das ist die, die Schatzfunde, ist es verschiedenen kleinen Schätze, die gefunden wurden oder von Stimmern zurückgekauft wurden. Besonders bei dem sogenannten Isetten-Effendi-Bericht steht auch, dass es auch gewisse Streit zwischen Arbeiter ist, es geht um 4 Kilo Goldfunde. Also das heißt, die Stimmern auch, hat auch schon damals einige Goldfunde zurückgekauft und als einzelne große Schatzfunde publiziert. Und eine andere Frage ist, langsam Ende meines Vortrages, ist es denn, wir haben als alles diese Fragen mit osmanischen Unterlagen untersucht und seit 3 Wochen haben wir eine Ausstellungs- 150 Jahre Ausgrabungs- und Stimmen nach osmanischen Unterlagen. Und ist natürlich, wir haben jetzt eine neue Station in Troja. Wir haben ein modernes Museum in Troja seit 2018. Das war auch ein Traum von Kaufmann, ein Traum von allen Mitarbeitern, die in Troja gearbeitet haben. Und dieser Traum ist verwirklicht worden. Ich muss auch sagen, dass es die, seit der Eröffnung hat Troja Museum mehrere Preise bekommen, der Europäischen Museumakademie, noch EMEA-Preis, also 5 verschiedene Preise bekommen. Die Eröffnung war, also Hochprotokoll von Präsident Erdogan, 18. März 2019 eröffnet. Und das ist die, also das ist das Ziel vom Museum, Schatzfunde zusammenzubringen. Das ist 2011 wurde zwischen Penn Museum und Türkischer Kulturministerium eine Vereinbarung stattgefunden, dass die sogenannten Penn Gold zurückgegeben. Das ist auch jetzt bei der Eröffnung wird Präsident Erdogan die
die sogenannten Penn Museum. Also das ist im Ausstellungs, das steht, die Besitzer ist immer noch Penn Museum, aber wird permanent für die Ausstellung ins Troy Museum geschickt. Also das ist meine, ich gehe davon aus, dass auch viele Fragen darüber ist. Ich werde versuchen, jetzt ein Video zeigen über Troja und Troy Museum. Ich bedanke mich herzlich für das Interesse. Ich denke mal, dass es auch Fragen gibt und Diskussionen.
auch in keiner Weise sozusagen gewendet. Bitte? Jetzt kann ich hören. Also okay. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Ich finde, Sie haben uns schon eine ganze Menge an Argumenten geliefert, warum eigentlich Schliemann heute. Wir wollen das aber nochmal vertiefen. Und zwar jetzt eben wirklich in Form einer Diskussionsrunde, bei der Herr Aslan auch mit dabei ist, aber gleichfalls eben wirklich vom archäologischen Original oder vom archäologischen Schauplatz Stefan Schmid aus Zypern. Und zudem wird Herr Wemhoff noch mit teilnehmen, der Direktor des Neuen Museums, und die Diskussion wird leiten Frau Claudia Henne. Ich möchte Sie ganz kurz, also Frau Henne, ganz kurz vorstellen. Nach einem Studium der Germanistik und der Politologie an der Freien Universität hat sie von 1982 bis 2002 als feste freie Mitarbeiterin am Sender Freies Berlin und anderen Kulturprogrammen der ARD gearbeitet. Dann nochmal weitere 14 Jahre als feste Mitarbeiterin am Sender Freies Berlin und dann auch am RBB, und zwar sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass Sie also auch nach 2016 beschlossen haben, das war es keinesfalls, sondern dass Sie seither eben wirklich als freischaffende Moderatorin in vielfacher Weise, also man sieht es auch im Internet, eben wirklich unterwegs sind. Kultur, Tanz, also in vielfacher Weise. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute unsere Diskussionssendung moderieren werden. Guten Abend, ich freue mich sehr und ich bin natürlich absolut begeistert, dass Sie, Herr Aslan, wirklich vor Ort sitzen, Schliemann. Und Sie, Herr Schmid, sitzen auf Zypern, so viel weiß ich, aber wo genau, verraten Sie uns das? Ja, schönen guten Abend, allerteils gerne. Mein Bildhintergrund habe ich circa um 17 Uhr aufgenommen, damit er möglichst aktuell ist. Wir sind in Daten auf der Insel. Das ist das antike Idalion und da legen wir gerade einen Schnitt durch den Hügel, einen der beiden Hügel. Wunderbar, danke. Herr Wemhoff wurde kurz vorgestellt. Er ist auch auf Schliemanns Spuren, er bereitet nämlich eine große Ausstellung vor. Es wurde schon erwähnt, am 6. Januar vor 200 Jahren kam er in Neubukow, wer hätte das gedacht, zur Welt. Dieser Weltenmann, muss man ja wirklich sagen. Und Sie werden Ihre Ausstellung Schliemanns Welten nennen, was ich glaube ganz passend ist, weil er ist so schwer einzuordnen. Das haben wir jetzt schon gehört. Ich habe mitgebracht ein Buch von Frank Vorpahl, Schliemann und das Gold von Troja, Mythos und Wirklichkeit. Und das ist gerade erschienen, also wirklich neu. Und ich habe mich gefragt, ehrlich, brauchen wir noch ein populäres Buch über Schliemann? Also, Frau Thiersch, die Herren, warum hört das nicht auf? Warum wird immer wieder neu, vielleicht gar nicht mal in Jahrzehntenschritten, aber auch mehr, dieser Schliemann erneut beschrieben? Man hat doch das Gefühl, man weiß eigentlich fast alles. Vom Ladenschwengel in Fürstenberg bis zum Geschäftsmann Rabiat, vermute ich, bis zum Ehemann mit zwei Staatsbürgerschaften und. Also es gibt wirklich viele. Was ist das Geheimnis? Warum ist er immer noch, immerhin fast 300 Seiten von Herrn Vorpahl geschrieben, wert zu erscheinen? Und ich vermute, nächstes Jahr wird es noch mehr geben. Frau Thiersch, wollen Sie anfangen? Ja, also was ich an Schliemann spannend finde und weswegen ich auch finde, dass es sich lohnt, weiterhin also über ihn zu erzählen, ist, er ist irgendwo ein Getriebener, er ist ein Besessener. Er ist gleichzeitig aber auch jemand, der sich selbst zwar nicht gern in Frage stellt, aber der unglaublich daran interessiert ist, immer besser zu werden und der deswegen auch den Kontakt mit anderen tatsächlich sucht und der natürlich irgendwo auch, man muss es sagen, einfach ein Freak ist. Ne? Also eben in der Hinsicht auch spannend, dass er wirklich in eine Lebenswelt, also damit sind wir bei der Ausstellung eben des Neuen Museums, der sein Haus eben in Athen ganz im griechischen Geiste tatsächlich inszeniert. Das heißt, der wirklich, wir sprechen heute von Immersion, genau das macht er. Der nicht nur die Sprache spricht, sondern der am besten in natürlich
einer leicht Disney-haften Form sich dann wirklich auch noch inszeniert. Ja? Und diese Widersprüchlichkeit aus einerseits Schatzgräber, andererseits am Anfang wirklich auch eine hohe Naivität, ne? Gleichzeitig eine gewisse Ingeniosität, das heißt mit einer literarischen Vorlage, wo alle damals gesagt haben, naja, das ist halt aber wirklich Dichtung und so, ne? Dann zu versuchen, da den historischen Ursprung und das methodisch auszubauen, das ist eigentlich das Spannende an ihm. Herr Schmid, wie schätzen Sie Schliemann ein? Ja, schönen Dank erstmal. Das ist natürlich eine große Frage, um sozusagen Ihre Ausgangsfragestellung aufzunehmen. Natürlich ist Schliemann als Person und als Charakter und dann auch als archäologischer Ausgräber ein Faszinosum. Das hat Klaus Hirsch ja gerade sehr schön auch nochmal erwähnt. Er fasziniert auch als Quereinsteiger. Er hat ja nicht die klassische akademische Laufbahn absolviert, auch das ist hinlänglich bekannt. Das hat sicher auch bis heute, das ist einer der Gründe, weswegen man an Schliemann eben ganz besonders hängt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich möchte aber auch noch die Vermutung aufstellen, dass es nicht nur die Person von Schliemann ist, sondern dass es auch die Orte von Schliemann sind, die bis heute eben dieses Faszinosum Nachhall ausmachen, zumindest einige Orte. Ich meine, klar, Troja kommt da zuallererst und zuallervorderst, Mykene natürlich auch noch. Und meine Theorie, die kann ich auch ein klein wenig empirisch, wenn 5 Menschen eine Statistik zulassen, festmachen. Ich habe heute bei uns beim Mittagessen mal rumgefragt, warum kennt man Schliemann? Da kam Troja aus einem Munde. Danach kam auch noch Mykene, ja, und dann war fertig. Aber Schliemann hat beispielsweise auch in Orchomenos ausgegraben, einem Fundort in Zentralgriechenland. Er ist, ich würde mal sagen, auch heute nur bei Insidern ein Begriff. Und wenn man die breite Öffentlichkeit eben mit Schliemann konfrontiert, dann kommt dieser Fundort schlicht und ergreifend nicht vor Ort. Also es ist nicht nur die Person, der Self-Made Man, Schliemann, es sind schon auch die Orte, das muss man wirklich sagen, Troja und Mykene, das sind natürlich absolute Hammerorte, auch heute noch in der Archäologie, die mit ihren Besucherzahlen, wenn die Pandemie da mal vorbei ist und auch vor der Pandemie, eigentlich jegliche Relationen sprengen. Also ich sehe die Kombination der Quereinsteiger, der Exote bis zu einem gewissen Grad, aber eben auch die Attraktivität der Orte, die bis heute in dem, was vom Bildungsbürgertum noch übrig ist, Nachhalt. Geht es Ihnen auch so, Herr Wimow? Ja klar, das sind natürlich bis heute die absolut klingenden Namen, Troja, Mykene. Aber sie klingen vielleicht auch, weil wir immer noch Schliemann so ein bisschen auf dem Leim gehen oder vielleicht auch so ein bisschen genau in seine Fußstapfen treten, weil das ist einfach ein Thema, was mit Gold verbunden ist. Und das ist das, was klingt. Orchomenos, Tyrins, auch interessante Grabungen, aber halt ohne Gold und ohne diese absoluten Ikonen der Archäologie, die aber bis heute mit den konstruierten Namen Schatz des Priamos und Maske des Agamemnon verbunden sind. Das sind einfach bis heute Spitzenstücke. Also das wird bleiben. Und das sozusagen auch etwas auf andere archäologische Bereiche zu lenken, Fundgattungen, die nicht so spektakulär aussehen, das ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube aber trotzdem, dass Schliemann aus 2 weiteren Gründen nie ausgeforscht wird und es immer wieder neue Bücher geben wird. Einmal ist es wirklich die unglaubliche Fülle des Materials. Rüstem Aslan hat da ja gerade ein schönes Beispiel mit den bisher kaum diskutierten osmanischen Quellen gegeben, die neu erschlossen sind. Das war ein solcher Vielschreiber, das war ein solcher Kommunikator, dass allein die ganzen Archivalien in der Genialios-Bibliothek kaum umfassend zu studieren sind, nicht in einem Leben. Also man findet immer noch neue Aspekte. Und der zweite, vielleicht wichtigere Grund ist der, dass wir Schliemann einfach immer mit unserer Zeit sehen. Wenn ich mal schaue, was vor 150 Jahren Thema war, also zum 150-jährigen Geburtstag von Schliemann Thema war, vor 50 Jahren, dann sieht man, wie zeitgebunden das war. Diese berühmte Mitternachts-Lection, wo praktisch Schliemann auseinandergenommen worden ist, wo er zum Lügner wurde, wo man ihm nachgewiesen hat, dass bestimmte Sachen nicht stimmen, dass bestimmte Tatsachen verdreht sind. Das passte
genau in die Zeit. Ich sag mal, das war auch die historisch-kritische Bibelforschung. Das war die Zeit, wo es wirklich darauf ankam, ob alles ganz korrekt gelaufen ist. Und ich glaube, heute sehen wir auch das Wesen von Menschen viel komplexer. Wir sehen auch, dass der auch viele Seiten haben konnte und dass man mit einem Pauschalurteil sehr vorsichtig ist. Insofern ist er vielleicht in einer Zeit wie unserer heutigen nochmal anders zu sehen. Und das macht die Bücher auch so spannend. Das sieht man auch schön im Buch von Frank Vorpahl. Ja, also ich muss sagen, es ist lesenswert. Also es ist nicht einfach nur ein Schmöker, der nun die großen Abenteuergeschichten erneut ausbreitet. Da gibt es auch kritische Töne, Herr Aslan. Sie haben sich ja beschäftigt mit osmanischen Quellen. Welches Bild von Schliemann haben Sie daraus generieren können? Also das ist erst, warum dass wir immer noch über Schliemann diskutieren. Meiner Meinung nach ist es auch wegen Homers. Also die Schliemann hat im 19. Jahrhundert diese Diskussionen umherum Homer und Ilias ist es neue Impuls gegeben, neue archäologische Funden versucht er das zu beweisen, hat er natürlich Fehler gemacht, aber die Thema ist nicht nur Schliemann, also wir diskutieren über Schliemann, nicht wegen Schliemann, nicht besonders, auch wegen Homer und Iliad. Also das ist die so tief geankert in kulturelle Gedächtnis und Schliemann ist ein Teil davon, dass auch er hat sein eigener Mythos ist umherum Iliad und Homer geschaffen. Das ist, ich glaube, meiner Meinung nach ist es die wahre Grund ist, warum dass wir auch in der Zukunft über Schliemann diskutieren werden. Es geht um Homer und das ist immer die Schliemann hat natürlich im 19. Jahrhundert, das ist ein typisches Bild Mitteleuropäer im 19. Jahrhundert, versucht dieses Problem zu lösen mit einer Kraft, mit einem gewissen Mut und natürlich viel Arbeit. Das hat auch viel Fehler gemacht. Und meine Meinung ist es das, dass es also wir werden in der Zukunft die Schliemann auch weiter diskutieren, auch weil Homer in Ilias unendlich ist, unsterblich ist. Das ist das Bild in osmanischen Unterlagen, es kommt ganz deutlich raus, dass es auch beim, also die Behörden haben die Sache nie vergessen und haben es immer wieder versucht, dass es absolut natürlich ein negatives Bild, aber auch ist, würde ich sagen, ein gewisser Versuch, das mit ihnen umzugehen. Also das ist so ein Ressentiment in osmanischen Behörden. Das ist sehr, sehr deutlich, dass zum Beispiel in manchen Unterlagen, also das ist mit von einem Beamten schreibt und anderen Beamten wird ausgedruckt, dass der Schliemann wird als bezeichnet, als er hat die Sachen von Troja weggenommen. So, und dann streichelt, dann schreibt er, er hat das geklaut. Das immer wieder, immer wieder. Also das ist, ist es, ich glaube, also wir haben circa 300 Unterlagen, das zum Beispiel in unseren Ausstellungen im Troy-Museum, die zwei Tage danach, dann kommt ein Telegramm nach Istanbul über seinen Tod. Ist die osmanische Unterlagen, also meiner Meinung nach, ich habe immer wieder gefragt, das ist, die osmanische Unterlagen brauchen sich nicht, also kann nicht manipuliert werden, die brauchen nichts zu manipulieren, also das ist die Fundumstände oder Funddaten oder insgesamt, deswegen ist gewisse Wahrheit ist auch unterstützt natürlich die osmanischen Unterlagen, die Fundumstände, die Authentizität von Funde, auch gewisse Informationen von Schliemann auch mit unterstützt. Ist, ja, es ist, ich glaube,
Also es wird auch nicht beenden. Also das ist die Diskussionen wird auch nach den Publikationen von Unterlagen innerhalb der Historiker wird eine gewisse Diskussion in der Türkei auch verschiedener Blickwinkel, wie man die Unterlagen interpretiert werden sollte. Hat er ja auch da geflunkert, denn in einer Selbstbiografie hat er ja behauptet, schon die Leidenschaft seines Vaters für Homer hätte ihn aufgeschlossen. Dafür, was nicht stimmt, Herr Vorpeil führt aus, dass er eigentlich 60, 68 noch nicht so wild entschlossen war, Homer zu folgen. Also insofern ist das auch wieder eine dieser unendlich vielen Geschichten und davon handelt ja auch diese Ausstellung. Es geht ja um die Medien und ich muss wirklich sagen, also erstmal hat er offensichtlich mit als erster begriffen, wie wichtig die Veröffentlichung seiner Geschichten, seiner Funde, seiner Reisen ist. Er hat diese Augsburger Allgemeine Zeitung zu seinem Hausblatt gemacht, die auch das alles veröffentlicht hat. Da gab es natürlich auch irgendwann Streit, er war offensichtlich ein sehr streitbarer Mann, aber er hat das verstanden. Unterscheidet ihn das auch, dass er so schnell und so früh begriffen hat, wie wichtig das ist, seine Reiseerinnerungen zu veröffentlichen, Vorträge zu halten, wirklich durch die Welt zu reisen damit, dass ihn an diese Position jetzt mal jenseits seiner wissenschaftlichen oder populärwissenschaftlichen Arbeit, hat das auch wirklich diesen Ruhm begründet, Herr Wemo? Ja, natürlich. Er hat Folgen für die Archäologie bis heute. Also insofern haben wir ihm, glaube ich, doch einiges als Fach zu verdanken, weil die große Entwicklung der Archäologie ist natürlich zurückzuführen auf die enorme Resonanz in der Öffentlichkeit. Und die hat er wesentlich mit erzeugt. Und die führt natürlich zur Bereitstellung von Mitteln, die führt zum Ausbau von Institutionen. Und das ist etwas, was natürlich die Zeit nach ihm auch wesentlich prägt. Also dass Deutschland so einen Fokus auf Archäologie gelegt hat und auch heute noch starke Institutionen hat, das hängt einfach mit der Begeisterung in der Öffentlichkeit zusammen. Natürlich auch mit anderen Zwecken, die mit Archäologie verfolgt worden sind. Aber wenn man das nicht hätte, hätte es auch eine Randwissenschaft werden können, die kaum in die Breite gegangen ist. Man muss ja erstmal einen Fokus erzeugen, der deutlich macht, dass es sich lohnt, so einen Hügel aufzugraben. Der sagt, es lohnt sich und es muss dazu aber auch bestimmte Kriterien geben. Das ist ja beides, was auch mit Schliemann verbunden ist. Also ich glaube, insofern hat er wirklich viel bewirkt. Natürlich zeigt er auch die Gefahren auf. Also wir haben ja vorhin schon gehört, Frau Tisch hat es gesagt, das wäre natürlich ein Mann, der heute die sozialen Medien extrem nutzen würde. Und der würde twittern, der würde jedes Teil posten, der würde wahrscheinlich live die Funde freilegen, wenn er wüsste, er hätte was Tolles und das gleich in alle Welt schaffen. Aber er hat natürlich auch Probleme damit, weil er gewisse Sachen nicht mehr zurückholen kann. Also man merkt das in seinen Jahren, das sind ja 20 Jahre, die er sich damit beschäftigt, dass er mit den Interpretationen, die er ganz am Anfang, die er 72, 73 veröffentlicht, noch in den 80ern Probleme hat, weil er die kaum zurückholt. Also wenn er mal etwas interpretiert hat, als das Kamäische Tor zum Beispiel, dann hat er kaum eine Chance, das wieder einzufangen. Also die Gefahr von Öffentlichkeit ist auch da. Stimmt, da hat er sich teilweise ganz schön die Zähne ausgebissen. Ist das zum Beispiel etwas, was Herr Schmiedemann falsch gemacht hat, mit dem Sie sich beschäftigt haben, Max, ohne Falschrichter? Danke für die Brücke. Da gibt es durchaus Parallelen. Ich würde gerade auch in diesem Kreis hier unserer Diskussionsrunde gerne auch noch einen dritten Menschen mit an Bord holen. Das ist der Luigi Palma di Cestola, der den Grundstock für das Metropolitan Museum in New York gelegt hat mit seinen Aktivitäten, mit seinen, naja, in Anführungs- und Schlusszeichen archäologischen Aktivitäten und auch der Gründungsdirektor von dieser Institution war. Alle drei, Schliemann, Ohne Falsch und Cesnola, waren keine akademisch ausgebildeten Personen. Die sind auf Umwegen zur Archäologie gekommen. Alle drei waren Medienprofis der damaligen Zeit. Und das hat sie eben grundlegend unterschieden von den, naja, von den Menschen, die in Deutschland oder anderswo eine ganz normale, in Anführungszeichen, universitäre Karriere absolviert haben, die Lehrstühle
inne gehabt haben. Und da liegt auch ein gewisses Konfliktpotenzial, weil diese eigentlich jetzt nicht despektierlich, aber vielleicht etwas konservativeren damals meistens Herren auf den universitären Lehrstühlen der Altertumswissenschaften, welche auch immer das waren, das mit sehr gemischten Gefühlen gesehen haben, dass diese Quereinsteiger vom eben Range eines Schliemanns, eines Cesnolas, eines ohne falsch Richters nicht nur toll in der medialen Wahrnehmung tolle Funde, archäologische Resultate erzielten, sondern diese auch mit einer breiten und tiefen Wirkung und einer Schnelligkeit einer breiteren Öffentlichkeit publik machen konnten, näher bringen konnten, was die traditionellen Wissenschaften damals schlicht und ergreifend nicht leisten konnten. Und man kann sich weiterführend auch noch fragen, ob nicht Matthias Wemhoff und Sie auch haben eben die heutigen modernen Medien, Twitter, WhatsApp bis hin zu TikTok erwähnt, auch damals, die sind ja alles noch Zeitgenossen, das ist der Zeitraum 1860 bis 1880, folgende, wo die drei Herren aktiv waren. Auch damals gibt es zumindest in den Archäologien ein verhältnismäßig neues Medium, das ist die Fotografie. Klar, die wurde nicht 1860 erfunden, ist ein klein wenig älter, aber die Möglichkeit, die Fotografie, Schwarz-Weiß-Fotografie natürlich, so einzusetzen, dass das nicht mehr eine wochenlange Vorbereitung benötigt und nicht nur Studioaufnahmen möglich sind, sondern dass man mit der Kamera tatsächlich bis zu einem gewissen Grad ins Feld gehen kann. Das ist zeitgleich mit diesen Selfmade-Archäologen aufgetreten und die haben das sofort gesehen und auch gnadenlos im positiven Sinne ausgenutzt. Da befinden wir uns tatsächlich an einer Art Zeitenwende auch der Art und Weise, wie Archäologie den Menschen, die Altertumswissenschaften, den Menschen, dem Publikum, welches das auch sein mag, näher gebracht wird. Gleich direkt dazu, Stefan. Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Die Nutzung der Fotografie und überhaupt stets der modernsten Technik. Und in vielen Bereichen überfordert er ja auch Strukturen der Archäologie. Also so viele Fotografien können kaum publiziert werden. Das ist schon alles viel zu aufwendig. Aber da kommt, glaube ich, eine ganz interessante Sache zum Tragen. Er ist halt kein Akademiker, der von der Universität kommt, der in engen Zwängen lebt, der genau weiß, was bei den Fachkollegen ankommt oder was nicht, der als klassischer Archäologe dahin kommt und immer an der Mauer entlang gräbt oder die Skulpturen sucht, sondern der hat eine Vision und der geht da voll rein, mit wie ein Kaufmann. Also es muss immer das Beste sein, was funktioniert. Also die Mittel müssen so sein, dass der Zweck optimal und schnell erfüllt wird. Und wenn er eine Eisenbahn da bauen muss, um den Schutt abzubauen, dann wird das halt gemacht. Und er muss niemanden fragen. Er hat das ganze Geld selber. Also das sind natürlich Bedingungen, die auch eine absolute Innovation ermöglichen. Aber das heißt ja, und in seinem Fall ist das so gewesen, Geld zu haben. Ja, gilt das für alle von denen? Also es gibt ja mehr Schatzgräber und Jäger als nur ihn, war immer die Voraussetzung, mit eigenen Mitteln in dieses Abenteuer, das war es ja, einzusteigen? Also das ist natürlich nicht der Fall. Es gibt ja auch viele, die dann einsteigen und anfangen und direkt aus der Archäologie kommen und praktisch das Geld im Prinzip von den Institutionen vom Staat bekommen müssen. Und das ist halt der Unterschied. Er hat ja überhaupt keine staatliche Bindung, die ihn da fördert. Na gut, letztlich von Calvert weiß man ja, dass er sehr, sehr interessiert war, aber dass ihm sozusagen zum einen das Geld knapp wurde und zum anderen er noch das Problem hatte, dass sein älterer Bruder eben im Krimkrieg in Betrügereien verwickelt war und dass das seinen Status als sozusagen, ja, als letztlich als Konsul eben beschädigt hat und das eben gleichzeitig eben auch Calverts Grabung dann eben wirklich erschwert hat. Ne? Und das war natürlich dann genau der Punkt, wo Schliemann ein Stück weit eben ins Spiel kam. Das heißt, es sind sicherlich viele gewesen, die interessiert waren. Ich meine, auch Curtius drängte ja danach, ne? Als eben wirklich ja institutionalisierter Archäologe eben in Olympia graben zu wollen und so. Und war dann halt aber eben wirklich nicht nur von eben dann der Erlaubnis eben der griechischen Regierung abhängig, sondern eben dann natürlich auch vor allen Dingen von der Finanzierung durch das Deutsche Reich. Und da ist natürlich dann die Reichsgründung 1871 ein
enormes Movens tatsächlich gewesen, was dann auch dieser institutionalisierten Archäologie erheblich Auftrieb gegeben hat. Also man merkt auch wirklich, das ist so eine Gleichzeitigkeit wirklich auch der Verfeinerung von Datierungsmethoden, ne, wo Schliemann ein unglaublicher Treiber wirklich auch ist, ne, gerade dadurch, dass er dann Dörpfeld mit reinnimmt als eben als Bauhistoriker, der vorher in Olympia zugange war, ne, und der ihm dann auch sagt, also geh nicht davon aus, dass auf der gleichen Höhe sozusagen, dass jede Schicht immer brav quasi plan auf einer Höhe liegt, sondern dass eben auf diesem Hügel, wenn man einen Schnitt macht, dann eben in unterschiedliche Schichten kommt. Später dann verfeinert sich dann eben auch die Keramikdatierung eben wirklich auch, mit Evans und sowas. Also man merkt richtig, wie so Stück für Stück eben wirklich die, sagen wir es mal so, die Methodik sich enorm wirklich auch auskristallisiert. Ne? Und ich meine, gerade die Frage der Grabungsarchäologie, also überhaupt auch die Dignität der Grabungsarchäologie, da ist ja Schliemann wirklich jemand, der da enorm dafür wirklich auch kämpft, ne? Weil die eben so selbstverständlich nicht ist, obwohl in Deutschland oder auch der Schweiz und so, genau in der Zeit ja auch das Interesse daran eben wirklich wächst. Auch durch, sagen wir mal, wirklich Heimatvereine und sowas. Aber das ist eben wirklich diese unglaubliche Dynamik, die sich hier auf verschiedenen Feldern tatsächlich abzeichnet. Ja. Ich merke schon, die Begeisterung wird kein Ende finden. Auch für nächste Generationen vermute ich. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Es gibt ja diese Karte für diese Ausstellung. Überall sprach man plötzlich von Troja und sie zeigt Sophia Schliemann mit diesem goldenen Schmuck. Ist das für diese Zeit nicht auch außerordentlich ungewöhnlich gewesen, dass man sozusagen seine Frau als Werbeträgerin benutzt hat, Herr Aslan? Ja, also die Sophia Schliemann, vielleicht muss ich erst so sagen, also wir haben seit 3 Jahren mit Uni Amsterdam, mit Dr. Gerd Jan, ein Projekt Archaeology of Archaeology. Also das heißt, mit Schliemann, Dörfeld, Plegern, Kaufmann ausgraben, Schutt und gefüllt, also Schutt und gefüllte Schnitte wird nochmal ausgegraben. Das ist ein experimentelles Projekt, die Schliemann. Also wird Gerd Jan wird darüber, denke ich mal, einen Vortrag geben, auch mit den Publikationen sein, aber wir haben schon die erste Jahre Schliemann und zweite Phase Schliemann und verschiedene Techniken. Also das, er hat sich entwickelt, aber also meine Beobachtung ist so, dass es Schliemann auch nach dem Gerichtsprozess, also das ist das zweite Mal, hatte Wiedergenehmigung bekommen, er hat auch weitergeschmuggelt. Es ist, war einfach kulturell, also viel Hedonismus. Er hat einfach nicht diese Funde für die osmanischen Kultur zusammengebracht. Also das war, also man sieht deutlich in seine Briefe, es ist dann wirklich, ist ein interessanter Blickwinkel von Schliemann aus. Und das Bild mit Sophia Schliemann ist es auch natürlich, ist es ein anderes Phänomen in der Geschichte, gibt es die Schliemann, ist es so kompliziert, die Schichten, also die Schichten von Treue ist kompliziert, aber die Schichten von Schliemann ist noch komplizierter. Gibt es mehrere Schliemanns, das ist manchmal ist es so naiv, manchmal ist es so wie ein kleines Kind, manchmal ist es so ein harter Geschäftsmann, manchmal lügt auch gnadenlos, um seine Wahrheit so glaubwürdig zu machen. Ich bin sehr manchmal durcheinander, wenn ich ihn lese. Also das ist die Sophia Schliemann hat das Bild nie gestört. Also auch nach Schliemanns Tod, die Sophia Schliemann war eine, auch dieser Brief von Schliemann an Newton, weil er Sophia Schliemann in die Geschichte reinbekommen hat, weil sie eine gute Archäologin geworden ist, immer mitgemacht hat. Also das ist so, Schliemann hat ihn seine wie zweite Figur mit dem Ausgrabungsgeschichte, mit Funden neu, wie sagt man, hergestellt sozusagen. Und die Sophia Schliemann auch, wenn man zum Beispiel Emil Ludwig Buch liest, obwohl sie weiß, also dass sie nicht dabei war, sie einfach schweigt, sie sagt nicht die Wahrheiten. Es ist, die Sophia Schliemann ist es auch nach dem Tod von Schliemann,
mit dem Bild, mit dem Foto, mit dem Schatzfinder, also diese neue Mythologie hat nie gestört. Ihn sehr gut reingepasst, hat er weiter benutzt bis ihren Tod. Wirklich ein ungeheuer ikonisches Bild. Also das ist genial. Medial ist das absolut genial, wenn wir jetzt zu diesem Thema sprechen. Den Schmuck zum Schmuck einer schönen Frau, zum Schmuck seiner Frau zu machen und mit dem Stolz der Griechen in diesem Moment zu verbinden, sozusagen den erwarteten Schmuck einer trojanischen Prinzessin wieder einer griechischen Frau anzulegen. Das ist natürlich etwas, was auch gerade mit diesem, ja, schon fast majestätischen Bild von Sophia durch die Welt ging. Also dieses Bild war sofort da und hat sich festgesetzt in den Köpfen, wie die Skulptur von Nofretete den Zeitgeist der 20er Jahre trifft. Es gibt manchmal solche ikonischen Momente, wo etwas absolut in die Zeit passt und wo es einfach perfekt ist. Und dieses Bild ist unter medialen Gesichtspunkten absolut perfekt und wirkt bis heute. Es wirkt bis heute, bitte. Was man daran allerdings auch sieht, ist, weil Sie nach dem Ungewöhnlichen gefragt haben, er ist jemand, der einerseits eine Form von Selbstausbeutung betreibt und bestimmte Dinge ganz unbedingt will. Er möchte damit aber auch nicht ganz alleine sein. Er möchte nicht nur Bewunderer, sondern Leute, die das auch wirklich teilen, ne? Was seine erste Frau eben überhaupt gar nicht wirklich wollte. Und er hat in Sophia wirklich auch reinprojiziert, sie sollte das tatsächlich mit ihm teilen. Wo ich glaube, sie am Anfang erstmal erschrocken war, was das irgendwie alles, also er hat sie teilweise, sie sollte dann am besten eben wirklich Homer auswendig rezitieren, möglichst so viele Sprachen sprechen wie auch er. Und ich glaube, am Anfang war das für sie, also die Arme, das war die schlichte Überforderung. Ne? Das hatte auch sowas wie ein Lehrer-Schüler-Verhältnis sozusagen. Ne? Und da war er auch ziemlich rabiat. Und sie sollte ihm am liebsten eben auch immer entsprechend begleiten und so. Ne? Das heißt, er wollte in ihr wirklich auch diese Gefährtin haben, die sie dann in einem gewissen Maße aus wirklich auch geworden ist. Also nicht nur, dass er sie eben wirklich nach England mitgenommen hat, sondern dass es eben dann doch Punkte gab, wo sie dann offenbar nicht in dem Maße, wie er es behauptet hat, ne? Da weiß man, dass vieles davon nicht stimmte, ne? Aber dass eben in einigen Punkten sie dann doch mitgegangen ist und eben wirklich auch die Ausgrabung mit überwacht hat. Also es ist, glaube ich, auch Teil eben genau dieses Bedürfnisses von ihm, dass er eben wirklich, dass er hier eine Gefährtin haben wollte. Und diese Gefährtin hat er tatsächlich. Wollen Sie etwas dazu beitragen? Ich sehe Sie leider nur ganz klein. Ich kann Ihre Wortmeldung auch nicht sehen. Voilà. Bitte. Versuch's mal mit der Hand. Ja, danke schön. Das ist, wie alle jetzt übereinstimmend gesagt haben, das Bild ist schon eine Ausnahme und eben genial. Matthias Wemhoff hat das ja knapp und präzise zusammengefasst. Man kannte das schon, dass man antike Gegenstände an modernen lebenden Menschen gezeigt hat, Techniken, Schmuck und so weiter und so fort. Aber meistens hat man auf Menschen aus der Gegend, wo die Funde herkamen, auf die Lokalbevölkerung zurückgegriffen. Und insofern ist dieses Bild nicht nur eine Ausnahme, sondern eben ein genialer medialer Schachzug. Und die Betonung seiner Frau in verschiedenen Bereichen des gerade auch archäologischen Arbeitens des Paares Schliemann, das zieht sich ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr konsequent durch sein Leben und darüber hinaus. Also der sehr interessante Fries, der sich unten in der Sockelzone des Grabmals von Heinrich Schliemann auf dem Porto Necrotafio, auf dem ersten Friedhof des königlichen, des neuzeitlichen Athens durchzieht. Übrigens ein schöner Ausflug, wenn man in Athen mal seine Ruhe haben möchte, gerne auf diesen Zentralfriedhof gehen. Der zeigt unter anderem Szenen der Ausgrabungen des Paares Schliemann eben. Nicht? Und er kommt, ich habe sie nicht gezählt, er kommt vielleicht einmal häufiger vor oder zweimal als sie, aber sie sind beide ikonisch zur linken und zur rechten der größten, wichtigsten Fundgegenstände dargestellt. Ob das so eine historische Wirklichkeit wiedergibt oder nicht, sei dahingestellt. Und auch als letztlich die Funde nach Deutschland gegeben werden sollten und auch nach Deutschland gelangt sind, nutzt Schliemann in seinem Briefverkehr das Argument, seine Frau
habe ihn letztlich davon überzeugt, die Funde nach Deutschland zu geben. Also er hat ja ganz Kaufmann, er hat an allen Seiten verhandelt, diese Funde, die hätten auch ganz irgendwo anders landen können. Und egal, was wirklich die Wirklichkeit dahinter war, die Realität, er sagt, ja, meine Frau hat mich letztlich davon überzeugt, sie Berlin zu geben, großzügigerweise. Da kommt übrigens, wenn ich das kurz einbringen darf, da kommt ein weiterer Aspekt dieser Zeit hinzu. Claudia Thiersch hat die Reichsgründung 1871 eben erwähnt und plötzlich wird es ganz wichtig, nicht nur für die Quereinsteiger, eben vom Schlage eines Schliemanns, sondern überhaupt für die Wissenschaft, die gerne mal ein bisschen Geld benötigt, um es auf Ausgrabungsplätzen auszugeben, gute Kontakte in die Staats- und Reichsführung zu haben. Und auch da war Schliemann ein absoluter Profi. Virchow, den wir auch gehört haben im Vortrag vom Kollegen Aslan, spielt da eine ganz wichtige Rolle, der sich mit Exponenten des Kaiserhauses ja ausgesprochen gut verstand. Und so wird genetzwerkt, da wird Networking betrieben. Also auch das haben wir nicht erfunden im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. Und auch da, muss man sagen, hatte Schliemann wohl seinen Mitbewerbern einiges voraus und hat auch auf dieser Tastatur mit einer Meisterschaft gespielt, wo man auch heute noch von lernen kann. Stelle ich Ihnen nicht die Frage, ob man den Schliemann vom Medienschliemann trennen kann, weil ich glaube, das kann man nicht. Ich habe gelesen, dass er allein 80.000 Briefe geschrieben hat. Gar nicht zu reden von seinen Publikationen. Aber eine Frage ist natürlich wirklich wichtig. Wie hat er unser oder das Bild der Antike anderer Generationen geprägt? Es ist eine schwere Frage, wenn ich antworten darf. Ich glaube, wie ich gesagt habe, er hat einfach versucht, zum Beispiel, wenn man seine erste Publikation guckt, so der Pass Amphiküphelon, Megaron und so, versucht dann archäologische Funde in einen homerischen Diskussion reinzubringen, damit das ist der Beweis. Ich glaube, das ist auch, also die das ist seine, mit seinen Publikationen, so viel publiziert und ist immer wieder neu argumentiert und neu publiziert, ist es auch, deswegen ist er auch wirklich ein wichtiger Platz genommen im 19. Jahrhundert in archäologischen Forschungsgeschichte. Aber meiner Meinung nach, also sein Glück war, dass er so früh starb. Ist ironisch. Also wenn er nicht so früh gestorben wäre, ich glaube schon, das würde er schon mitten in Diskussionen zerstückelt. Also das ist so, wenn man die Samidas Buch liest, das ist auch, er wurde immer wieder kämpfen müssen, besonders gegen deutschen Wissenschaftler in Deutschland. Also wurde fast nie anerkannt. Das ist seine ganze Publikation und seine ganze Vortragsreihe. Also angefangen erst in England, weil er in England war immer angeladen und wurde respektiert, in Deutschland nicht. Und dann später, dann kam, ich glaube, das ist auch wieder ironisch, meinte ich, dass es sein Glück ist, dass er relativ früh gestorben ist. Also wenn er noch 10 Jahre gelebt hätte, würde andere Schliemanns Bild vor uns stehen, denke ich mal. Ich glaube, man kann es so ein bisschen wie Troja nach verschiedenen Schichten unterscheiden. Zum einen würde ich sagen, Schliemanns Begeisterung hatte was Ansteckendes. Ich meine, dafür hat er ja auch gesorgt, dass er mit seiner Begeisterung auch nicht allein blieb. Aber allein sich eben wirklich aufzumachen und diesen Traum wirklich auch in Richtung einer fernen Kultur, die natürlich eine Bedeutung ja auch für Europa eben hat, die auch was Identitätsstiftendes hat, ist das eine. Aber diesem Traum nachzugehen, das ist sicherlich ein Stück weit, wie er das Bild geprägt hat. Aber wenn man von verschiedenen Schichten wirklich spricht, legitimerweise, würde ich eben auch sagen, auch in dem, was im Neuen Museum als unter der Rubrik des schönen Scheiterns, das ist es ja. Dass er bis zu Ende seines Lebens recht valide zwar vermuten konnte, dass sich eben Troja dort befand, aber selbst in dieser Konferenz,
die Kollegen mit viel mitgegangen sind. Die ganz hundertprozentige Sicherheit hat er nicht, aber er hatte gleichzeitig eben das Wissen und dann doch auch die Gewissheit, er hat sehr, sehr viel gefunden. Er ist sehr viel, also trotzdem er nicht die absolute Sicherheit hat, er ist sehr viel weiter gelangt, als hätte er sich gar nicht auf den Weg gemacht. Das heißt also, trotz dieses Scheiterns ist er enorm eben wirklich vorangekommen. Und vielleicht als eine dritte Schicht eben, wenn man selbst von dem Mythos des Priamos-Schatzes absieht, der ja bis zum heutigen Tage wirklich eine hohe Bedeutung wirklich auch hat, aber eben auch dieses Interesse an einer Kultur, und das ist vielleicht so diese modernste Schicht eben auch, die eben mit dem Hethiterreich dann eben auch wirklich in Richtung Balkan, natürlich eben auch mit den Griechen, den Achaiern, also in freundschaftlicher, gleichzeitig aber auch konfliktiver Weise, also den Blick ein Stück weit auch von den klassischen Regionen Italiens und Griechenlands weggerichtet zu haben, das finde ich enorm. Also wirklich diese Verflechtungsgeschichte, die uns heute so wichtig ist, da hat er durch seine Grabungen eben, wie andere eben aber auch, eben wirklich den Blick darauf gerichtet. Also gerade dieses Interesse für die Bronzezeit, was dann ja auch Curtius gewürdigt hat, er hat ja auch gesagt, also der lange mit ihm ja wirklich rivalisiert hat, aber dass Schliemann eben wirklich ein enormes Verdienst dabei zukommt, diese Bronzezeit eben wirklich als eine eigene Epoche mit der entsprechenden auch zeitlichen Tiefenschichtung ins Bewusstsein gehoben zu haben. Sie bereiten diese große Ausstellung vor. Wie gehen Sie mit den Schichten um? Ja, wir gehen mit den Schichten noch ein bisschen weiter. Ich glaube, man kann Schliemann nicht verstehen, wenn man ihn nur auf die Zeit als Archäologen fokussiert. Man muss tatsächlich sein Leben vorher sehen. Und das werden wir in der Ausstellung das erste Mal eigentlich richtig entfalten. Er hat angefangen, was spielen seine einfachen Verhältnisse für eine Rolle? Sein Erfolg in Petersburg, was zeigt sich da schon an Charaktereigenschaften, an Herangehensweisen? Diese verrückte Zeit in Sacramento ist auch etwas, was man, glaube ich, erste Mal Fixierung auf Gold, ist das nicht eigentlich Schliemanns Gold und seine Wertmaßstäbe, die dann kommen? Seine Tätigkeit als Reiseschriftsteller zeigt uns auch schon ganz deutlich, dass er auf der Suche ist nach, mit seinem Geld, nach etwas, was Großem, was ihm eine andere Resonanz in der Öffentlichkeit schafft und dann seine Umorientierung dann entdeckt, der findet es durch verschiedene Bereiche. Das schildert Frank Vorpahl übrigens nochmal ganz gut. Okay, es könnte eigentlich Homer sein, mit dem ich... Also ich glaube, man muss wirklich diese Schichten aus dem ganzen Leben sehen, um zu schauen, was da am Ende bei herausgekommen ist. Die Bedeutung für die Antike nochmal, ich glaube... Und ich hatte es gerade schon gesagt, es ist vor allen Dingen eine Bedeutung über die Antike hinaus. Es geht ja wirklich in die Vorgeschichte, die vorher überhaupt keine Rolle spielte. Auf einmal sind wir in der Bronzezeit und die Funde sind Bronzezeit, die spektakulären, über die wir reden. Und damit kommen wir in einen Horizont, der bis dato in der Forschung im gesamten Mittelmeerraum eigentlich keine Rolle spielt. Also wir kommen gar nicht. Das ist wirklich das Verdienst von Schliemann. Das ist vielleicht auch das Verdienst, dass er sich nicht aufhalten lässt durch Mauern, die da sind. Ich erinnere mich gut, Rüstem, an meinen Besuch, ich glaube vor 10 Jahren, wo man auch gesehen hat in der Unterstadt, sobald ich einen Schnitt aufmache und wenn ich dann die Mauern der antiken Stadt stehen lasse, habe ich kaum noch Fläche, um nun wirklich mal richtig in die Bronzezeit da vorzustoßen. Also er ist da einfach mal durch. Natürlich würde man das heute niemals so machen und er hat unheimlich viel abgeräumt, aber wahrscheinlich werden wir kaum bis in diese Epoche so richtig heruntergekommen. Also er macht da wirklich einen Durchstich und auf einmal eröffnen sich ganz, ganz neue Welten. Und die Frage, wie er, also nach dem, ob der Tod zum richtigen Punkt sozusagen kommt, um seinen Ruhm zu stellen, die finde ich total spannend, die habe ich mir auch schon mal gestellt. Andererseits fand ich auch in den, was man so liest über die letzten beiden Grabungsjahre, dass er doch ziemlich Dörpfeld auch ziemlich viel machen lässt und eigentlich anfängt, sich doch der archäologischen Methode auch gedanklich stärker zu stellen. Also es hätte mich schon interessiert, wie er mit der doch eigentlich wohl in ihm schon herangereiften Erkenntnis, dass seine mykenischen Phasen woanders sind, tatsächlich medial umgegangen wäre. Hätte er es geschafft, damit umzugehen? Das ist, glaube ich, eine große Frage. Herr Schmidt, als Ausgräber jedenfalls ist er kein gutes Beispiel. Sie sind gerade im Feld. Ihre Praxis vermute ich unterscheidet sich grundsätzlich von dem, was Schliemann getan hat. Auch ein Graben, auch Stefan. Ja. Nein, aber
Das sind normale Vorgänge. Ich möchte auch nicht wissen, was man in 150 Jahren über unsere Ausgrabungstechnik dann sagt. Vielleicht ist man ein klein wenig gnädiger, aber natürlich, und auch da kamen wahrscheinlich in den 1870er Jahren, gerade mit dem letztlich deutschsprachigen Hintergrund einiger dieser Protagonisten gewisse Dinge zusammen, das war Goldgräberstimmung im wahrsten Sinne des Wortes. Na, wir haben Schliemann, Matthias hat es gerade gesagt, Schliemann ja als tatsächlichen, könnte man sagen, Goldgräber in Nordamerika und Mittelamerika erlebt. Das waren aber auch in anderen Perspektiven war das Goldgräberstimmung, Aufbruchstimmung. Na, plötzlich konnte man Dinge tun, konnte man von niemand vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Also eigentlich der amerikanische Traum war aber ein zentraleuropäischer oder vielleicht weiterführend sogar deutscher Traum einerseits. Andererseits, und auch das haben wir gerade gehört, ist es ihm in erster Linie gelungen, eine Brücke zu schlagen zwischen dem klassischen Altertum, also der, gerade wenn man das aus der deutschen Perspektive betrachtet, letztlich in dieser Winkelmannschen ein bisschen nachfolgestehenden Fokussierung auf die griechische und römische Antike einerseits, andererseits den etablierten altorientalischen, nicht Kulturen, aber der Forschung nach diesen Kulturen, Mesopotamien und dann natürlich Ägypten. Da fehlt geografisch und chronologisch ein Bindeglied und das hat Schliemann uns gebracht. Ich glaube, da darf man großzügig sein. Er hat gewisse methodische Mängel aus heutiger Sicht natürlich. Aber auch da hat er uns ein Türchen geöffnet, auch wenn es letztlich vielleicht mehr dann in seiner Nachfolge Dörpfeld und andere waren. Durch dieses neue Fachgebiet war man ein bisschen auch flexibler im Kopf und dann in der Realität, was für Methoden man anwenden kann. Und hat sich dann an der Ur- und Frühgeschichte Zentral- und Nordeuropas ein bisschen orientiert. Gerade die skandinavische Ur- und Frühgeschichte hat uns ja sehr, sehr weitergebracht damals, was die stratigraphischen Beobachtungen angeht. Und auch wenn Schliemann das nicht selber gemacht hat, durch die Öffnung des Blickfeldes kamen da halt auch neue Methoden zum Einsatz. Aber klar, heute wäre man froh, man könnte Troja nochmal zurückdrehen und Schliemanns Schnitte selber machen, ne? Vermute ich. Ich weiß nicht, wie Professor Aslan das sieht, aber mein Gott, das gehört dazu. Die sind jetzt halt mal da und mittlerweile ist das ein eigenes Forschungsobjekt und Projekt geworden, die Schliemannschen Aktivitäten. Vielen Dank. Ich spare mir jetzt wirklich meine letzte Frage. Die sollte nämlich sein, können wir Schliemann zu den Akten legen? Nein, das können wir nicht, das habe ich heute Abend verstanden. Herr Aslan und Herr Schmidt, Sie können diese wirklich wunderbare kleine Ausstellung hier nicht sehen, bedauerlicherweise. Vor allen Dingen fällt mein Blick immer auf das Holzpferdchen. Ein wunderschönes Holzpferdchen, ersteigert bei eBay Kleinanzeigen. Ich vermute, es war nicht so teuer wie andere Schätze, die Schliemann ausgegraben hat, beziehungsweise ich denke, man kann sie gar nicht kaufen, obwohl heutzutage, man weiß ja nicht, was so alles auf dem schwarzen Markt unterwegs ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Aslan, Herr Schmidt, Herr Wemow, Frau Thiersch, bei Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ja, und ich nehme an, nächstes Jahr wird es noch mal ganz viel Schliemann geben. Aber erstmal geht es um diese Ausstellung und überall sprach man plötzlich von Troja. Guten Abend. Tschüss nach Berlin. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen nochmal für die Moderation und auch allen Beteiligten. Wir haben ja gehört, auf jeden Fall ab 12. Mai ist dann eben wirklich auch Schliemanns Welten im neuen Museum zu sehen. Und natürlich, Frau Henne, Sie hatten es ja schon angesprochen, für diejenigen, die nicht hier vor Ort sein können, gibt es hier auch eine digitale Version dieser Ausstellung. So ungefähr ab der 3. Oktoberwoche bei DDB Studio. Ist jetzt gerade noch in der Endabnahme, aber sozusagen bis dahin, ja, möchte ich allen einen schönen Abend wünschen und jetzt sozusagen ist endlich die Ausstellung zur Besichtigung eben wirklich frei. Und ich möchte auch nochmal allen danken, die uns eben hier wirklich über YouTube eben wirklich zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.